Jo, liebe Siedler-Fans, willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 22, ihr seht schon. Ha, es geht wieder los. Mein Gott, ein Gegner haben wir. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal das Spiel, wir wollen gar nicht so lange warten. Los geht's. Oh, gleich mal auf der Karte schauen. Wo ist der Gegner? Da oben. Es gibt nicht viel Wasser, okay. Alles klar, wir sind hier aber direkt zwischen den... Ach du Scheiße, hier müssen wir erstmal irgendwie rauskommen. Oh, wow, 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 wow. Gibt's überhaupt Bäume? Da unten kommen Bäume, da würde ich sagen, arbeiten wir uns mal fort zu den Bäumen. Und zwar fangen wir gleich mal hier an. Häuschen zu bauen. Und uns hier irgendwie durchkämpfen. Ach du Scheiße, ey, das fängt schon mal gut an hier. So, ich hoffe, dass wir das auch irgendwie so schnell wie möglich hier rausschaffen. Da dürfen wir ringsrum, dürfen wir gar nichts bauen. Aber er kann uns... Oh, wir sind hier ein sehr, sehr offenes Ziel. Wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich hier irgendwie rauskommen. Dass wir hier ringsrum, zumindest mal hier hinten, dann müssen wir hier irgendwie rauskommen. Da unten entlang. Da kommt aber schon der Gegner. Ah, scheiße, da ist er ja schon. Oh, 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 oh. Shit. Wieso machen die das so? Das ist doch voll fies. Ach du Scheiße, Mann. Okay, wir kriegen mal Material. Schauen wir mal, was wir Waffen haben. 55. Wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen Stein, ein bisschen Kohle. Wir haben eigentlich soweit alles schon. Das ist schon mal ganz nett. Ganz nett anzusehen, aber wir müssen so schnell wie möglich zu den Bäumen kommen. Oh, wir werden immer ein offenes Ziel sein hier. Ah, nein. So, dann werden wir auf jeden Fall mal die 11 Soldaten uns schnappen. Nochmal welche machen. Die stärksten greifen an. Die Burg machen wir leer. So, dann schauen wir mal, was haben wir. 11 Mal. Okay, dann gehen wir mal gleich auf Halbmast. Das reicht für den Anfang. So, wir wollen nicht gleich alle rausballern. Wir wollen so viel wie möglich in unserem Hauptgebäude lassen. Die Begründung wisst ihr ja warum. Hier können wir schon mal 2 Geologen rausschicken. Vielleicht finden sie hier gerade mal was ringsrum, wo schon mal nützlich für uns ist. Das wird heftig hier. Boah. Also hier rauskommen, das wird krass. Dass wir ein bisschen Luft bekommen. Guck mal, der hat alles. Das gibt's nicht. Der hat Bäume, der hat einen Haufen Stein. Ich muss erstmal zu meinem Stein irgendwie kommen. Und so viel ist es nämlich gar nicht. Das ist alles so verstreut hier. Weil irgendwas fehlt ja immer. So, die haben schon mal Kohle gefunden ein bisschen. So, ich hoffe, dass jetzt hier das bald mal fertig bekommen, den ersten Außenposten. Komm schon, bau, bau, bau. Los. Und ihr sucht. Kommt schon. Ah, je, das sieht ja mal wieder erdrückend aus. Sehr ernüchternd hier. Ist jetzt nur ein bisschen Kohle. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Guck mal, hier bekommen wir auch eins hingestellt. Aber ob das was bringt hier? Mal sehen, was wir hier machen können. Können wir hier eins? Nein. Hier? Nein. Hier? Ja. Dann werden wir das auch in Anspruch nehmen. Und dann werden wir hier kurz den Weg abschneiden, damit wir da einen nutzen können. So, und dann einen hier runter noch. So, ist gut. Okay. Da können wir von hier aus dann nachher nochmal spalten. Was hat er noch gefunden? Ist jetzt nur Kohle hier, oder was? Alter Schwede. So, da kommt schon mal ein Soldat. Und ein zweiter. Haben wir wieder einen Siedler? 7 Stück. Das bedeutet, wir bauen gleich wieder ein paar Soldaten. Träger haben wir genug. Brauchen wir gerade nicht mehr. So, und da kommen sie auch schon. Oh Mann, nur Kohle und das nur kleine Vorkommen bis jetzt. Jagen wir hier gerade nochmal einen Geologe hin. So, jetzt kriegen wir unser Gebiet erweitert.
Kommen wir hier schon mal drüber hinaus bald? Ja. Wenn, dann würde ich sagen, wir machen hier unten gerade gleich mal weiter. So, den Weg müssen wir ein bisschen doof ziehen, aber ist ja auch egal. So, dann können wir hier nämlich schon mal anfangen mit Stein abbauen. Da hätten wir nämlich schon mal die ersten Steinbrocken hier unten. Da können wir auch eins für ein großes Gebäude benutzen. Geht das soweit? Nehmen wir das hier. So, einmal hier ein Steinmetz. So, dann hätten wir das schon mal, die Versorgung schon mal sicher. Dann gucken wir, dass wir hier rauskommen oder da nach oben. Ey, das gibt's doch nicht. Wir haben hier gar nichts, oder was? So, wir schicken hier noch einen Geologe hin. Baumaterial, haben wir noch ein bisschen was? Heftig hier. Also das ist wirklich krass. So. Hier oben werden wir noch keine Gefahr bekommen. Der wird auch nicht hier gleich angreifen, denke ich. Aber wir werden versuchen, hier so schnell wie möglich hier rumzubauen. Hier rüber. Einmal hier durch und dann hier durch. Dass wir zumachen. Wir machen jetzt einfach mal zu hier. Zur Not kann ich hier auch Bäume anpflanzen. Das spielt ja auch keine Rolle. Das ist ja auch gar kein Problem irgendwo noch. Also bis jetzt schon, aber später halt. So, ah, das kotzt mich an, dass wir hier nichts haben, Mann. Riesenhügel vor der Nase, aber nichts. Keine Materialien, gar nichts. Außer Kohle halt. Kein Gold, kein Eisen. So. Scheiße, dass wir hier nicht drüber kommen. Aber vielleicht schaffen wir es hier. Wenn wir hier nur ein kleines Stück schaffen würden, da könnten wir hier schon über den Berg gehen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel anfangen mit Bauen. Deswegen warten wir jetzt noch ein bisschen. Können wir hier vielleicht den Weg noch ein bisschen optimieren. Sollen wir vielleicht direkt so rüber gehen? Hier ist ja sowieso nur Scheiße hier oben am Berg. So. Jetzt geht's vielleicht auch ein bisschen schneller mit. So, nehmen wir gerade mal hier die. Gebäude voll. Besetzt und nein, wir haben es nicht geschafft, war klar. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich Unteroffiziere bekommen. So, ich möchte mich den ganzen Crap gar nicht hier draußen haben. Hier muss es auch schnell gehen. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Hier ist noch ein großes Kohlevorkommen. Da hätte es Potenzial, wenn wir da noch ein bisschen was ringsrum finden würden. Da können wir gerade mal hier ein Fähnchen stecken und noch ein bisschen suchen lassen. So. Und wie läuft's? Wie kommen wir voran hier? Komm, machen wir ein bisschen schneller. Die stellen sich manchmal an, ey. Also wirklich. Die sind schon ziemlich weit. Boah, die haben schon alles hier. Ein Gegner ist halt ein bisschen heftig. Der konzentriert sich dann richtig schön auf uns. So, mal gucken, was die Geologen hier noch so finden werden. Dort ist es sehr, sehr, sehr ernüchternd. Wenn aber die Geologen alle weg sind, dann werde ich meinen kompletten Berg hier hinten absuchen. Schauen, ob sie da noch was finden. Komm, bring mal den Stein hier runter. Los. So, da haben sie noch ein bisschen mehr Kohle. Jetzt erweitern sie ja noch nicht so arg hier. Was bauen sie da? Für ein Riesenteil.
Die wollen zum Fluss runter. Da müsste ich jetzt hier nach oben gehen. Kann ich aber noch nicht. Scheiße. Okay, das reicht mir hier für eine Mine. Können wir das da hier gleich einreißen, sobald der hier seinen Arsch bewegt hat. Dann haben wir schon mal eine Kohlemine hier. So, dann reißen wir den Weg, oder besser gesagt, dann reißen wir das Fähnchen ab, sobald der seinen Stein hat. So. Okay. So, der wäre auch fertig hier, der Steinmetz. Der hockt auch schon drin. Oh je. Oben haben sie noch mal ein bisschen was gefunden. Ich habe die Hoffnung, dass hier noch entlang was ist. Da können wir hier mal ein Fähnchen machen und können hier ein Fähnchen machen. Und können mal den Berg absuchen. So, dann ziehen wir gerade mal einen Weg darüber. Halt. So. Hier haben wir schon mal Stein. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Fähnchen. Dann können wir hier nämlich... Komm, nur ein, bitte. Jawohl. Haben wir gekriegt. Drei Geologen rausjagen. Granit haben wir hier unten gefunden. Da können wir auch schon eine Mine hinbauen. Da soll der hier mal alles wegmachen. Da können wir uns den Granit vielleicht hier aus dem Berg rausziehen. Das wäre schon mal ein Vorteil für uns. Vielleicht ist auch hier noch ein bisschen was. Hier entlang. Kann auch noch sein. Weil hier oben sieht es richtig scheiße aus. Da werden wir auch nicht viel kriegen. Aber da haben sie uns wirklich einen Scheißplatz gegeben. Das war ja mal typisch. So, und jetzt schickt mal bitte hier die Armee hier rein. Meine Leute. So, da haben wir wieder Unteroffiziere. Wir machen gleich mal hier mit den letzten 8 Waffen. Wo wir haben, machen wir uns noch die restlichen Soldaten. Und dann würde ich sagen, lassen die auch gleich mal laufen. Die anderen. Dass wir vielleicht noch ein paar Unteroffiziere bekommen. So, da haben wir eingenommen. Jetzt können wir darüber gehen. Oh, ich hoffe, wir kommen hier entlang, ey. Wie sieht es aus mit dem Holz? Das soll man im Auge behalten. Sonst haben wir ein kleines Problem. Also Kohle haben wir ja genug. 35 Bretter haben wir noch. Das reicht gut. So. Einmal hier entlang. Wäre echt nice. Komm schneller. Fangt an mit Arbeiten. Gehen die Unteroffiziere raus? Ja. Ja, geil. Das ist schon mal gut. Dann haben wir ganzen Crap, haben wir dann weg hier. Oh, das ist schon potenziell zum Angreifen hier. Ah. Jetzt wird es schwierig, hier entlang zu arbeiten. Da, vielleicht wollen wir hier noch hinkommen. Ey, das wäre klasse. Da können wir uns wenigstens von der Seite hier mal schützen. Da können wir auch gleich das Holz von hier drüben holen. Wenn wir so weit kommen. Jetzt am Anfang. So, hier haben wir viel Granit. Was heißt viel? Hier haben wir nochmal Granit gefunden. Hier ackern sie uns sich noch durch. Da haben wir nochmal ein bisschen Kohle. Kohle haben wir langsam genügend. Da ist nichts. Oh mein Gott. So, hier ringsrum suchen sie noch überall.
Granit. So, jetzt schick mal Baumaterial. Komm. Hopp. Holzfäller werde ich entweder da oder hier hinten machen. Wobei ich eher auf hier hinten blättiere. Da wäre es gut. Wenn wir da hinkommen. Aber die bauen... Nein, die bauen hier Wachhäuschen. Scheiße. Verdammt. Bis ich jetzt hier mein Baumaterial bekomme, ist Weihnachten. Shit. Okay, wir haben ein Problem. Wir können von da hinten nicht zumachen. Das geht nicht. Da waren wir zu langsam. Die haben es schon fertig und da wird auch gleich schon der erste Soldat kommen. Die schmelzen sogar schon. Die haben schon Eisen gefunden. Boah, ist das fies. Das ist sowas von scheiß fies. Wir haben hier ein bisschen Granit und die haben schon Eisen, die Arschlöcher. Verdammt. Nein. Da ist auch nochmal ein großes Vorkommen. Werden wir uns auch merken. Gar nichts bis jetzt Anständiges gefunden. So, such mal weiter, genau. Okay. Der da unten. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Der hat schon alles. Außer Gold. Das ist gut, dass er das noch nicht hat. Und er hat das Gebiet eingenommen hier rüber. Shit. Verdammt, jetzt können wir uns das auch mal abschmieren hier. Nein. Da brauchen wir auf jeden Fall Granit. Granit. Und da kommt schon das andere Granit, wo wir brauchen. Könnt ihr nicht nochmal einen Träger hierher machen? So. Gut, der ist schon auf dem Weg und holt sich's. So ein Arsch. Ich denke, da werden wir nicht vorbeikommen, da hinten. Das schaffen wir nicht. Da können wir wahrscheinlich gar nichts machen. Versuchen werde ich es trotzdem mal, so weit wie möglich nach hinten zu kommen. Granit, ich sehe überall nur Granit. Komm, geh zurück. Das hat hier keinen Wert mehr. Er soll jetzt hier noch den Rest abbauen und dann ist gut. Und dann sehen wir uns nämlich gleich im nächsten Part. Bleibt dran. Tschüss.